Junge Menschen sehnen sich nach traditionellen Werten wie dem ehrlichen Handwerk. Davon kann auch die Umwelt profitieren. Biologisch und grün sollen die urbanen Lebensräume gestaltet werden. Aber auch die Lust am Konsum und die Hingabe zu Genuss und Überfluss wird wieder zum Lebensinhalt. In den kreativen Köpfen unserer Zeit findet man experimentierfreudige Sonderlinge, die durch ihre spielerischen Schöpfungen wieder Leichtigkeit in den Alltag bringen. Trends treffen den Zeitgeist und sind so vielseitig wie die Ausübenden selbst. Von innovativ zu halsbrecherisch, von nachhaltig zu lukrativ. Jagen und Sammeln, das wohnt dem Menschen inne. In unserer Konsumgesellschaft haben sich nur die Inhalte geändert. Trends sind Sneaker, Comics oder beispielsweise Tabletop-Figuren. Und davon möglichst viele. Sammeln 2.0. Neue Trends in der alten Münchner Kongresshalle. Alle 2 Jahre zieht das Comic-Festival Fans an, wie die 23-jährige Sarah. Sie hat sich extra freigenommen von ihrem Job in einem Laden für Comic-Fanartikel. Also für mich gern umschauen, was es da jetzt, was da jetzt für Leute sind, was da jetzt alles aktuell ist. Und ja, ein bisschen die Szene anschauen, ein bisschen dabei sein. Ich möchte ganz gerne Sascha Wüstefeld kennenlernen. Der hat einen coolen Comic gemacht. Okay, ich muss mich erstmal koordinieren. Ja. Reizüberflutung. Das Münchner Comic-Festival gibt es seit 30 Jahren. Neue Bildergeschichten ziehen neue Generationen in den Bann. Hier kommt man nicht nur für die Verlagsmesse her, sondern auch zum Tauschen für Signierstunden oder Zeichenkurse. Das sind alles Sketchbooks. Wie ist das? Alles Sketchbooks, also Sketches von ganz vielen Künstlern. So Sachen, die nicht veröffentlicht wurden und so. Ganz oft stecken hinter den Sketches selber so viel mehr Leben und Charakter von dem Zeichner, als wenn es so fertig ausgearbeitet ist. Davon habe ich irgendwie 50 Stück zu Hause. Aber ich achte darauf, dass die Sachen, die ich kaufe, auch wirklich welche sind, die ich sehr, sehr gerne mag. Deswegen habe ich nicht enorm viele Comics. Aber dafür halt so eine Stückzahl, also so viel, wo ich wirklich sagen kann, der ist geil, der ist geil, der ist geil. Die sind alle geil. Ja, der kommt mit. Brauche ich nur noch einen Verkäufer. Sarah sammelt seit vielen Jahren. In ihrer neuen Wohnung gibt es ein extra Regal allein für ihre Comics. Befriedigend. Also halt, wie kann man es genau beschreiben? Als würde man noch ein Stück in der Galerie sozusagen, um es noch schöner zu machen, noch perfekter zu machen, so ein bisschen. Bildgeschichten gibt es seit Anbeginn der Menschheit. Oft werden die Sequenzen als Vorläufer des filmischen Erzählens betrachtet. What follows is a short little resume. After our friends had built the dam. Anstatt ins Kino zu gehen, schaut sich Sarah heute lieber ein Motionless-Movie an. Auf dem Comic-Festival hat Sarah ein Ziel. Hallo, ich suche den Sascha Wüstefeld, der macht jetzt gerade eine Signierstunde, wer findet's nicht? Dann schauen wir mal. Ja, müsste eigentlich auf der Bühne direkt sein. Also wenn ihr quasi hier den Gang, wenn du dann Gang runtergehst. Dankeschön. Sarah wäre gern eines Tages selbst Comiczeichnerin. Heute will sie eines ihrer Idole kennenlernen. Ich glaube, es ist hier. Zunächst muss sie aber noch den lang ersehnten Comic finden, den sie sich signieren lassen möchte. Darf ich auf Comic-Messen gehen? Ich will mal alles kaufen. Was ist das andere? Peanuts. Auch Comic-Klassiker sind wieder in Mode.
Auf Sarahs Wunschzettel stehen aber eher Comics, die sie außergewöhnlich findet. Danke. Shiny. Ich hab's fast ein Jahr. Doch, jetzt fast ein Jahr. Es gab's immer online nicht. Und es gab's in Comicläden auch immer nicht. Habe ich echt noch nicht oft so gesehen. Mit dieser fetten, flachen Fresse. Das ist alles so, oh, das ist so schön und das ist total witzig, wie das Auto da umfällt. Und, und wie süß er da durchschaut und hier, wie man über die Schultern schaut, wie den Figuren, die da hinten weggehen, sieht. Das liest sich total geil. Ich suchte mir auch ganz oft einfach nach dem Paneling, also wie die, was auf den Bildern einzeln passiert und wie nachverfolgbar das ist. Man kann das ja unten beeinflussen, ob man jetzt Panels schneller durchliest oder ob man es länger anschaut. Und das ist halt auch nochmal eine extra Kunst und das können viele nicht. Aber es gibt doch dagegen auch sehr viele, die es wunderbar können. Und genau nach den Kriterien suche ich eher aus. Sarah schaut sich einiges ab, da sie auch selbst zeichnet. Sie hofft auf die Gelegenheit, eines ihrer Vorbilder zu treffen. Da oben. Sie ist auch schon mal nach Frankreich zu einem Comic-Festival gereist und hat dort eine Signatur ergattert. Mit Warteschlangen hat sie gerechnet. Comic-Fans unter sich. Hier treffen sich Gleichgesinnte. Die Leute sind immer wieder dieselben Leute, die kommen. Und manchmal kommen ein paar mehr dazu. Und ja, so ein paar kennt man dann doch schon. Es ist ein bisschen wie eine Familie, dass langsam du kennst mehr und mehr Leute. Und ja, ich sage, es ist eine schöne. Ich mag meine komische Familie. Die Wartezeiten sind länger als bei einer gewöhnlichen Autogrammstunde. Denn hier signiert der Comiczeichner nicht nur mit einer Unterschrift, sondern mit einem Bild, das sich jeder Fan aussuchen darf. Zeit für Sarah, ein bisschen darüber nachzugrübeln, was Comics für die sich selbst bezeichnenden Comic-Geeks eigentlich so anziehend macht. Das sind halt dann so deine Helden und die können dich niemals verletzen, weil sie niemals dir gegenüberstehen können und sagen können, du bist nichts oder so. Das können sie niemals sagen zu dir, sie können dir niemals wehtun. Und ich denke, vielleicht suchen deswegen viele Leute in Comics etwas. Oder sind da so krass fanatisch darauf, manche. Ich denke, das ist unterschiedlich bei den Leuten, was das da ist. Ich weiß auch nicht, ob es bei mir so ist. Ich denke zum Teil auch. Ja. Während Sarah liest, wird es immer später. Schon in einer Viertelstunde schließt das Comic-Festival. Die Schlange der Autogrammjäger ist lang. Wird sich das Warten für sie noch lohnen? Letzte Streifzüge auf dem Comic-Festival in München. Nicht bis zur Geisterstunde, sondern nur bis zum Abend ist geöffnet. Sarah steht immer noch in der Warteschlange, um das Autogramm für den neuen Lieblingscomic zu ergattern. Zum Beispiel einfach so ein kleines Grinsen in der Szene. Einfach so. Es macht das schon so viel und ich sehe sowas so gerne. Ich habe mich total darin verliebt, habe ihn jetzt gekauft und kann ihn jetzt endlich signieren lassen. Darauf warte ich jetzt schon, glaube ich, ein Jahr lang. Von Sascha Wüstenfeld, einem ihrer Zeichneridole, darf Sarah sich eine persönliche Zeichnung wünschen. Ich habe gerade hier darüber geschwärmt, über das Panel hier. Das ist voll geil, das Auto. Ach, für dich war das. Der Hund. Die bewegen sich gar nicht. Ja, wegzwirbelt. Hier, also. Die eine, die schwanger ist. Hier. Ach, die Mutter. So mega süß. Du meinst die andere, das ist die Frau Kneusel. Ah, das ist die Frau Kneusel. Ja. Das Warten hat sich gelohnt. Sarah bekommt als eine der Letzten ihre Zeichnung. Und das ist noch nicht alles. Ja. Gerne. Feel like professional. Da nicht mehr viel los ist, darf Sarah neben den Profis Platz nehmen. Sie träumt davon, einmal selbst Comiczeichnerin zu werden und mit einem eigenen Comic auf dem Festival vertreten zu sein.
Heute bekommt sie schon einmal einen kleinen Vorgeschmack, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sitzen. Die Chance, ihre Skills zu zeigen. Ich möchte dir was zeichnen. Also, das kann ich dir dann zeichnen. Der heißt Hannes. Okay. Irgendwas? Mal kurz überlegen. Sarah ist ein eiserner Fan. Alle anderen Besucher sind schon weg, die Hallen inzwischen leer. Pünktlich um 7 Uhr werden die Pforten geschlossen. Von Jahr zu Jahr lockt das Comic-Festival immer mehr Besucher an. 4 Tage lang volles Programm. Und nun wollen die Securities ihren wohlverdienten Feierabend. Wir müssen euch jetzt langsam rausschmeißen. Na gut. Sorry, aber... Ja. Ich gehe mal nochmal mit dem Foto an. Okay. Ich freue mich, dass ihr uns nicht sofort rausschmeißt. Das heißt, es ist sofort rausgeschmissen. Was? Nein. Da kommen die Securities hier rausschmeißen. Das ist vielleicht eine Idee. Ich muss mich nicht spielen lassen. Ich helfe euch, die Sachen zu tragen. Wir machen das draußen für dich. Ja. Das ist ja eine frische Luft. Als Zeichen. So, wir machen Schluss, ne? Ja. Ein kurzer Spaß. Sarah muss ihren Zeichenblock wieder einpacken. Nachdem sie den ganzen Festivaltag auf die Signierstunde hingefiebert hat, machen ihr die Öffnungszeiten einen Strich durch die Rechnung. Das geht ja gar nicht, ja, einfach abbrechen. Die Gruppe wird vor die Tür gesetzt. Das Festival ist für dieses Jahr vorbei. Das war zu kurz, sag ich dir. Doch wer comicsüchtig ist, der lässt sich nicht aufhalten. Kurzerhand wird draußen weitergemalt. Sarah hat vor vielen Jahren Zeichenkurse in einer Jugendkunstschule belegt. Seitdem feilt sie an eigenen Kreationen. Das hat mir nicht gefallen. Das ist verrückt. Muss erst noch warm werden. Plötzlich auf Augenhöhe mit einem ihrer Idole. Sarah gibt sich besonders Mühe. Zur Krönung eines langen Festivaltages will sie für die ersehnte Signatur eine eigene Zeichnung tauschen. Aber die muss sie erst noch hinbekommen. Profi Sascha Wüstenfeld legt gut vor. Dankeschön. So bekommt Sarah heute doch noch ihr Unikat. Dankeschön. Gut schwanger gezeichnet. Gut, ich weiß. Doch, ich weiß, ich bin Experte. Es war sehr anstrengend, aber sehr gut. Viele Leute getroffen, habe eine schöne Zeichnung bekommen, habe 3 Bücher eingesackt, obwohl ich gar nicht so viel rumgucken konnte. Ja, erfolgreich. Ich bin sehr zufrieden. Geduld beim Sammeln zahlt sich aus.